Hey Guys, ich wünsche euch was. Hier ganz kurz, sofort mal aufnehmen und auf YouTube teilen. Was ich hier gesehen habe, ist HubSpot, die LinkedIn-Werbeanzeigen schalten und zwar so subtil, dass man kaum mitbekommt, dass es eine Werbeanzeige ist, eine bezahlte Werbeanzeige und kein organischer Post. Und ganz kurz nur einfach mal in einem 2-3 Minuten Abriss, was zu analysieren, was macht hier genau HubSpot? HubSpot, nebenbei bemerkt, ist einer der wahrscheinlich CRM-Systeme oder Plattformen da draußen, ja, die machen ja letztendlich mittlerweile, decken die ja alles ab, ne? Also Service Hub, Sales Hub, Marketing Hub und so weiter, also auch quasi eine All-in-One-Lösung. Ursprünglich waren es ja eine Marketing Automation, dann CRM, jetzt mittlerweile Service und Projektmanagement und alles Mögliche. Aber dies, meiner Meinung nach, lohnt sich dann mal genau hinzuschauen, wie die Marketing machen, egal auf wirklich sämtlichen Plattformen, hauen die da massiv Budget raus, weil die verstanden haben, dass der Erfolg im Offering einer SaaS-Lösung im langfristigen Customer Lifetime Value ist, ne? Also wenn ich einmal mich committed habe auf ein CRM oder auf irgendwas Softwarelösung. Und desto länger ich mit dieser arbeite, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort so schnell nicht wechseln werde, weil der Aufwand einfach eines Umzugs von einer Lösung in die andere, sämtliche Daten rüberziehen und so weiter. Ich spreche da aus Erfahrung, unfassbar. Die Hemmschwelle ist unfassbar hoch. Ja. Und ich würde mal sagen, bei CRMs mehr noch wie bei manchen anderen Systemen, weil einfach diese ganzen Daten und so weiter. Ja. Und hier ganz kurz die Anzeige, was ich hier so richtig gut finde, ist, sie ist unfassbar kurz gehalten. Ja, also du hast hier genau eine Zeile, das heißt, die lese ich, auch wenn ich keine Zeit habe. Ja, das ist ja so ganz gezielt targetiert auf Entscheiderebene. Leute, die einfach keine Zeit haben, eine Zeile. Ich verschicke häufig E-Mails raus, das ist jetzt auch ein Insider-Tipp zu, wenn ich auch für mich selber Kundenakquise mache mit E-Mails. Zu Entscheidern, wo ich weiß, die sind bis oben hin, die sind immer, 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 immer super busy. Ja? Und wenn sie nicht super busy sind, dann haben sie keinen Bock auf Business. Ja? Das heißt, in den Momenten, wo sie mal nicht super busy sind und Zeit haben, meine E-Mail zu lesen, haben sie vielleicht gar keine Zeit, sich irgendwas über Business durchzulesen. Das heißt, so oder so, die haben nie irgendwie Zeit oder Bock. Eins von beiden oder beides. Und deswegen ein One-Zeiler, also nur eine einzige Zeile. Versuch mal eine E-Mail zu schreiben, die alles beinhaltet, was du kommunizieren willst, innerhalb von nur einem Satz. Ja, das ist halt das eine Herausforderung. Hier geht es halt letztendlich um dieses Herunterladen. Und hier ist noch eine Kleinigkeit. Das ist nämlich diese sogenannte Lead-Formel. Wir kennen es von Facebook oder Facebook ist ja viel wesentlich bekannter. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht das, was ich sehen wollte. Mist. Vorführeffekt. Ja, weil ich mir das jetzt gerade schon runtergeladen habe, ist jetzt die Anzeige weg. Vorher schon, bevor ich das aufgenommen habe. Okay, scheiße. Okay. Ja gut, ist halt dann so. Also wenn normalerweise, wenn du da jetzt quasi das runterladen willst, jetzt haben sie mir das nochmal zum Runterladen direkt angeboten, weil ich nämlich das schon quasi runtergeladen habe. Ja, also schade, schade, schade. Man kann es nur einmal machen. Und deswegen kann man es dann nicht mehr Echtzeit. Mist. Vielleicht kriege ich es nochmal her, die Anzeige. Das ist nochmal. Weil ich schon nur Download hatte, wird es mir nicht mehr angezeigt wahrscheinlich. Naja. Auf jeden Fall, dann konnte man sich hier anmelden und weil das eine Leadform war, war alles schon vorausgefüllt. Insgesamt nur drei Felder. Meine E-Mail-Adresse. Mein Name und die Domain meines Businesses. Ja, das ist letztendlich auch ein Verification. Und ich musste nur die Domain meines Businesses selber eintragen. Das war ein Pflichtfeld. Alles andere war schon voreingetragen. Also meine E-Mail-Adresse musste ich nicht mehr eintippen. Und das ist eben dieser wahnsinnsgroße Vorteil. Das ist das eine, dass du letztendlich dort eine Hemmschwelle reduzierst, dass sich Leute da was runterladen oder eintragen für dich. Und das zweite ist, dass die Klickpreise und das alles viel, viel günstiger ist, weil natürlich du erstmal auf der Plattform bleibst, also nicht so wie jetzt im Vorführeffekt, sondern du lädst das Ding runter, bleibst aber auf LinkedIn und das ist natürlich das, was dann LinkedIn sowie auch Facebook mit günstigeren Klickpreisen oder Werbepreisen
CPCs und CPMs und so weiter begünstigt dadurch, ne, dass du sowas schaltest, wo halt die Leute nicht sofort abspringen von der Plattform. Ja, also ganz, ganz viel wertvolles Zeug hier drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es. Ja, genau. Hier sieht man es nochmal. Mit dieser Werbeanzeige ist jetzt nicht mehr HubSpot, aber ich klicke drauf und meine E-Mail steht bereits drin, hast du ja gesehen. Ja? Und letztendlich auch meine Jobbezeichnung und so weiter. Ich muss nichts mehr eintragen und die wissen sofort Bescheid, okay, welchen Job habe ich, bin ich Entscheider, das, das, das. Und ich kenne halt einfach viele auch Dienstleister und so weiter, die halt nichts dergleichen einsetzen. Ja, geschweige denn überhaupt irgendwelche Werbung machen, bezahlte Werbung auf LinkedIn. Und das ist halt für Dienstleister und so weiter, die halt, sagen wir mal, hochpreisige Dienstleistungen anbieten, also oder Projekte in hohen fünfstelligen oder sechsstelligen oder noch mehr oder sogar vielleicht sogar siebenstellige Bereiche. Da kann man auch locker die CPMs und die CPCs eben für LinkedIn bezahlen. Ja? Ist überhaupt kein Problem. Und so gesehen, meiner Meinung nach vastly underrated, ja, die Möglichkeit über LinkedIn für bestimmte Zielgruppen, für bestimmte Produkte, Dienstleistungen im High-End-Segment, High-Price-Segment, ja, IT-Dienstleistungen, Softwareprodukte und so weiter, hier ganz gezielt zu schalten. Wenn du da mehr zu Fragen dazu hast, melde dich einfach bei mir. Einfach einen Termin buchen, kostenlos, kostenfrei oder E-Mailen oder was auch immer. Auf klein-marketing.com findest du einen Link. Auf meine Beratungswebseite thomasklein.consulting findest du auch einen Link. Dann sehen wir uns hoffentlich in einem Beratungsgespräch. Ich freue mich drauf. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen. Hi, mein Name ist Michael Rall. Ich wollte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zu Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Und ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt, ne? Also Thomas macht das nicht so wie viele andere Coaches, die sagen, hier, komm, hast ein bisschen Material. Oder würdest du überhaupt meine Dienstleistung weiterempfehlen? Und wenn ja, wem würdest du meine Dienstleistung weiterempfehlen? Ist eine schwierige Frage. Also ich würde fast sagen, ich würde es nicht weiterempfehlen, weil dann baut mir da keine Konkurrenz noch auf. Okay, alles klar. Sehr gut. Da sieht man wieder, dass du ein Intelligenzlevel hast, wesentlich höher als der Durchschnitt. Ja. Nee, also es ist halt ist so, nee, aber also die Zusammenarbeit klappt super. Wie gesagt, also von der Skalierung her, ja, im Moment fahren wir, glaube ich, mit dem, was wir kriegen, so, das sind jetzt so, ich denke mal, zwei, drei Kontakte im Monat, von mir eigentlich recht gut, weil wir müssen sie ja auch auf unserer Seite dann, sage ich mal, konsumieren und abfrühstücken. Wenn es jetzt dann mehr wird oder beziehungsweise wir dann auch wachsen und sich dann auch wieder die Zeit ergibt, dann mehr da rein zu investieren, dann kann es auch mehr werden, wobei wir noch gar nicht, glaube ich, mal das ganze Potenzial da mit Google-Werbung und dergleichen ausgeschöpft haben. Also da würde ich dann schon auch nochmal hoffen, dass da Skalierungspotenzial auf deiner Seite auch vorhanden ist. Genau, das wäre so der Moment der Stand.